Ja, so stellt man sich den Wienerwald vor. Das ist ein Mordstrombaum. Ein Baum-Mikado, werden wir auch mitspielen. Es ist interessierend zu hören, dass da drüben das sogenannte Jammertal ist. So, dann gehen wir jetzt ins Licht. Der Wienerwald ist wirklich sehr waldig. Jetzt sitzen, bis finster wird. Du tust nämlich immer so, wie was nichts sagen darf. Man schummelt nämlich, der hat zwei Schrittzähler mit. Magst du nicht fürchten. Jetzt hat dieser Weg noch eine Überraschung am Schluss. Hallo und Grüße aus Unterkirchbach. Ich bin gerade dabei und jetzt geht's auf die zweite Etappe vom Wienerwald-Weitwanderweg. Und da nehme ich euch jetzt einfach mit, weil in der Gegend gibt es nämlich nichts zum Sehen. Und mit nichts meine ich wirklich, so wie gestern, nichts. Das war eine ziemlich abenteuerliche Reise mit dem Bus und viermal umsteigen insgesamt unterwegs hinter uns. Und so circa 2 Stunden Anreise, aber solange die Anreise weniger ist als die Gehzeit am Tag, ist es ja okay. So, da ging es nach Oberkirchbach, nicht für uns. Wir wollen geradeaus weiter. Hier wo steht 04 und 475, da können auch wir hin. In Richtung Dulbiner Kogel, Hainbuch und Steinriegel, ne? Bitte. Relativ rasch erreicht man da einen Punkt, wo es mit dem Asphalt aus ist und wo da oben sich ein paar Lerchen befinden. Und zwischendurch auch Buchen, schön gefärbt schon. Und bald wird man da die Abzweigung des Steigs in Richtung Hainbuch erreichen. Und tatsächlich 04, 404 und 475. Also nach rechts da hinein. Da hinauf geht's in Richtung Hainbuch und später zum Dulbinger Kogel. So, zum Beweis 404. Hainbuch. Auch auf einer Hainbuche drauf dann. War sehr günstig. Und wir kommen von da unten. Das schaut da irgendwie schlimmer aus als es ist. Das ist ein ganzer trittfester Boden, trotzdem das feucht ist. Also das ist gar nicht tragisch so drum zum Raufkommen. Schon ist man da auf einem ganz stillen Steigerl und es ist ziemlich finster, weil der Wald noch ein ganz dichtes Blätterdach hat. Atmosphärisch ist da aber sehr hübsch. Ja, so stellt man sich den Wienerwald vor. Immer wieder ein bisschen Wiesel dazwischen und da wirklich wie diese sprichwörtliche Kathedrale des Waldes. Einfach jetzt auch schon mit schönen Herbstform. Einsam, außer melancholischem Graf und den Krähen nichts zu hören. Da im Bereich des Waldes, da ist auffallend viel Totholz, das man zwar abgeschnitten hat, aber mal liegen lassen hat. Toter Baum, tote Bäume. Da hinten. Gut gangbar, wenig Unterwuchs durch die hohen Buchen. Macht schon viel Spaß. Ja, das ist nicht recht schön, aber das macht nichts. Das kriegen wir schon hin. So, also da auf einer bisschen einer freieren Fläche dahin. Ein bisschen mit tieferem Boden. Aber durch die Seiten eigentlich trotzdem noch ganz gut gegangen war, auch wenn sich da schon das Wasser staut. Also da muss man aufpassen, wenn man hinsteckt. Da auf der Seite kommt man da schön vorbei. Das ist in dieser herbstlichen Stimmung und mit recht viel Ruhe ein wunderschöner Abschnitt. Man sieht auch da rein. Die Farben. Trotzdem wir jetzt halt den Nebel haben, das gibt schon wirklich was her. Wir müssen aufpassen, da am Boden. Also, da darf man sich den Weg schon suchen. Und man ist aber nie im Zweifel. Es gibt nämlich nur den einen. Ja, ohne Zweifel. Und plötzlich gibt es von dem einen Weg 2 Möglichkeiten. Aber da hinter dem Baum, da im Schatten lauert eine Markierung. Und demzufolge nehmen wir doch einmal den.
Ja, schaut einmal vor den Niederungen des Walchbodens. Da hinten zu einer gewaltigen Buche. Also da ernährt mich einmal ein bisschen. Ja, das ist ein Mordstrombaum. Da auf, wenn man schaut, das ist ja schier endlos. Also das ist wirklich ein gewaltiges Ding. Also, da verschwindet ziemlich diese Buche. Und die hat einen gewaltigen Schaumdurchmesser. Da ist deutlich mehr als ein Meter. Ja, da vorne, wo sich der Wald öffnet, sind nicht ganz so gewaltige Exemplare. Ja, spannend. Ob man von da ein bisschen besser hinsieht. Ja, da. Also, so extrem hoch ist sie dann gar nicht, aber sehr, sehr dick. Auch noch die Äste da oben sind so dick wie eine gewöhnliche Buche. Wenn man da aus dem Wald hervortritt, da sieht man gelbe Markierungen, denen bitte nicht folgen. Da vorne am Baum, ganz, ganz am Horizont, da ist eine rote Markierung. Ja, bitte folgen. Oder auch da drüben auf die Straße rausgehen, das ist letztlich egal. Aber wir gehören da geradeaus weiter. Ja, da sieht man auf dem Schranken alte Markierung und auch da vorne auf dem Schild zum Beweis. Und wenn man von der Seite kommt, auch auf den Trafo da. Ja, für uns ist es da weiter auf dem Baum. Da hat man uns ziemliche Hindernisse in den Weg gelegt. Das Scheitholz wäre interessant, für was für ein Kamin das gedacht ist. Aber bei den Murzelnbäumen, die es da gibt, ist es eigentlich kein Wunder, dass auch die Scheitermurzeln groß sind. Blumen selbst schneiden, danke Kasser. Mhm. Ja, da. Ich glaube, da ist mit Blumen nicht mehr viel. Und dieses Scheitholz, das schaut so aus, als ob da auch schon längere Zeit herumliegen würde. Da ist der Traktor, der Herrenlose mit dem Holzspalter. Naja, gut. Den hat es auf einmal irgendwann einmal nicht mehr gefreut. Und das war's dann. Lustigerweise ist auf der Straße auch durchaus ein Mittelstreifen, wenn man da schaut. Also da gibt es einen Mittelstreifen. Höchst mysteriös. So, Dulbinger Kugel 30 Minuten, Leopold Figlwarte 30 Minuten. Ja, da ist der 404er nicht angeschrieben, aber da hat man noch immer die rot-weiß-roten Markierungen und auf dem Geländer von dem kleinen Durchlass. Und da auch, man muss nicht auf die Straße hinaus, sondern die Straße bleibt immer ein bisschen links von einem. Zu fließen nach dem Besatz des Parkplatzes ist das Gasthaus vermutlich sogar in Betrieb. Das heißt, da könnte man einkehren, da wollen wir aber jetzt nicht einkehren. Gasthaus verbleibt rechts und da gut markiert, bewegen wir uns immer noch gemeinsam mit dem Voralpenweg. Wieder einmal ein historisches Schild, auf dem der 404 als Abschnitt 404 Wilhelmsburg-Wienerwald-Wien zu sehen ist. In dem Fall in die umgekehrte Richtung angeschrieben. Ja, bis hin Wilhelmsburg werden wir noch kommen. Aber nicht heute. Heute geht es nur bis Reckerwinkel. Die heutige Etappe, wie erwähnt, nur bis Reckerwinkel. Und zwar deswegen, weil man in Reckerwinkel ganz problemlos in die Schnellbahn einsteigen und wieder zurückfahren kann. Ich habe diese Tour so geplant, dass man sie die ganze Zeit über nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten kann. Das ist ja dringend notwendig, weil es ja Streckenwanderung ist. Und diese Möglichkeiten, die man da hat, die sind recht beschränkt. Also wenn man irgendwo mit dem Bus hin will, nach Unterkirchbach, da muss man schon sehr aufpassen, dass man auch den richtigen Bus erwischt. Es ist aber alles von Wien aus eigentlich sinnvoll machbar, bis man dann irgendwann einmal in Hainfeld ankommt. Und in Hainfeld hinauf dann auf den Unterberg, da wird die Etappe einfach, bis man wieder einen Punkt erreicht, wo man mit dem Bus fahren kann, zu lang. Deswegen ist es nötig, auf dem Unterberg oder eventuell auch auf dem Kinect zu nächtigen, damit man dann in Altenmarkt an der Triesting halt im Laufe einer Zweitagesetappe von Heidenfeld weg ankommt. Da gibt es noch ein Schild mit Farbe. Hainbuch wieder verlassend, kommt man an eine sehr gut markierte Abzweigung. Es geht da in den Wald hinein und wird wieder schlagartig finster. Ja. Ist aber fast ein genauso schöner Wald wie zuvor. So, Baummikado, wer mag mitspielen?
Der unweit des Dulbinger Kohls wird jetzt das Gelände zwar immer noch steil, aber zumindest etwas weiter vom Blick und etwas enger vom Weg und mit herrlicher rostbraunen Form. Hat nichts los und heute kann man auch nicht sagen, dass wir so früh am Tag unterwegs sind, weil es ist jetzt doch schon auf 11 Uhr zugehend und es ist keine Menschenseele da. Berghotel Passauerhof, Riederberg und Troppberg. Na dann, also Berghotel heute für arg übertrieben. Aber naja, der Riederberg heißt der Riederberg und der Troppberg heißt Troppberg, also darf der Passauerhof auch Berghotel heißen. Ein bisschen steiler wird es da jetzt und eigentlich dürfte es bei aufmerksamen Schauen auf die Markierungen keine Zweifel geben. Außer man schaut sich aufmerksam auf den Boden, dass man sich nicht versteht, dann gibt es vielleicht doch Zweifel. Ah, hier wieder. Unglaublich. Es ist natürlich durch diese feuchte Witterung sehr pilzreich um die Jahreszeit, das ist ja klar. Leider noch nichts, was wirklich genießbar ist. Aber ja, wir hätten ja sowieso keine Zeit, um uns da jetzt ein Pilzgericht zu machen. Es ist richtig eng geworden und nicht allzu steil. Also Aufforstung mit vielen jungen Lärchen. Wir stoßen plötzlich auf eine gelbe Markierung, das ist eine Einmündung, die da von links, also von Westen herauf kommt. Und da auch natürlich jetzt wieder Schild zurück nach Hainbuch. So, dann gehen wir jetzt ins Licht. Das Licht ist links von uns. Also, Passauerhof, Riederberg, Troppberg, dass es da auch noch am Dulbinger Kogel mit seiner Warte geht, das verschweigt uns hier. Weil es ist da schon himmelschreiend, offensichtlich. Und es schaut so aus, als ob es heute vielleicht doch nicht trüb bleiben wird. Nur so lang, bis der doch aufreißt, werden wir nicht warten. Also ich habe mir das doch nicht gespart, da heraufzukommen. Und zeige euch, in allen Richtungen gibt es nichts zu sehen. Aber wirklich gar nichts. Aber wir waren immerhin herum. Der gesamte Rundumblick in relativ schnell. Ja, das gibt es nicht her. Ne? Wir lassen den Dulbinger Kohl jetzt hinter uns und gehen genauso benebelt weiter, wie wir aufgestiegen sind. Und werden dann in Kürze, naja, in Kürze vielleicht nicht, aber zumindest binnen einer Stunde den Passauerhof erreichen. Und dann geht es weiter für uns zum Riederberg. So, Berghotel, Dulbinger Kogel und auf der anderen Seite Rauch, Buchberg, Riederberg und 404-04. Du ahnst es sicher schon, die Straße hat uns wieder und der Weg folgt jetzt dieser Straße. Aha. Auwe, ja, genau. Also leider Auwe, tut gut war der Weg, schau mal, also die Straße tut gut. Bitte. Ah, schau. Ich sehe da was. Der Weg folgt zwar der Straße, hier gibt es aber einen Trampelpfad. Und auf der Wiese gibt es Champignons. Champions! Also, wer dann im Herbst herkommt, die Nahrungsversorgung ist gesichert. Bei Champignons ist auch nicht gerade den urargen Nährwert haben, aber besser als nichts. Nebel erkennbar. Und dieser wahrscheinlich Stromkosten, weiß ich nicht genau. Da ist die Markierung drauf. Die schneiden wir da über die Wiese ab. Und da sind wir dem Trampelpfad zu urteilen nicht die ersten. Da hat man jetzt wieder einen Einser am Baum und kam von der Straße weg. Also immer ein bisschen schauen nach links. Das ist da der offizielle Weg, oder? Und da hat man die Möglichkeit, ein bisschen abseits der Straße zu gehen. Schranken führt uns die Markierung wieder auf die Straße hinaus und lässt sie uns überqueren. Das heißt, auch hier muss man nicht direkt am Asphalt rennen. Das nehmen wir dankbar an. Wetter wird sich sputen müssen, wenn es zum Mittag aufgeladen ist, weil es ist inzwischen so gegen 11.30 Uhr
und es schaut jetzt nicht rasend aufgeklärter aus als gestern um diese Zeit. Ich habe da meine ernsten Zweifel, ob das heute noch was wird. Jetzt treffen wir uns wieder auf die Straße und ich fürchte diesmal, es gibt keine Alternativen. Die Straße hat uns also wieder. Es ist übrigens interessant zu hören, dass da drüben das sogenannte Jammertal ist. Ja, da geh ich. Da kannst du also jede Menge jammern. Wir müssen aber gar nicht jammern. Nur zum Beweis, so geht es wirklich hinunter dann in ein Tal. Da ist eine wunderschöne Herbstführung dann in der Wiesen. Dort da vorne, am Ende der Wiese, wo es da wieder scheinbar in den Wald hineingeht, da ist nämlich der Passauer Hof. Das heißt, also, wir haben den Straßenabschnitt auch schon wieder hinter uns gebracht und brauchen ja gar nicht mehr jammern. So, diese Ansiedlung da, das ist alles Passauer Hof. Also Passauer Hof als Ortsname. Der Passauer Hof war früher auch eine Stempelstelle und eine Möglichkeit zu nächtigen. Am Voralpenweg sowie auch am Wienerwald-Weitwanderweg. Das gibt es inzwischen so viel ich weiß schon lange nicht mehr. Und damit fällt auch die Kontrollstelle weg. Was aber wiederum gar nichts macht, weil es gibt eh nichts zum Kontrollieren. Es gibt nämlich auch keine Wandernadel. Also von daher muss auch jeder selber wissen, dass er den Wienerwald-Weitwanderweg gegangen ist. Oder eben auch nicht. 475 und 45 zweigt hier ab. 04 der Voralpenweg und auch der 404 gehen hier weiter. Riederberg, Droppberg. Das ist unseres. Und da hinten war der Passauer Hof. Ja, schaut mal, viel Holz, aber keine Hütte. Auch da drüben. Und der ist einmal ordentlich aufgeschichtet. Nicht so, dass man da irgendwann Hut durchschmeißen kann. Ja. Recht trocken. Schaut das aber da nicht aus. Nur in Ansätzen. Da drüben auch. Da hat man versäumt, das abzudecken. Im Holzstoff. Und da ist er außerdem umgeflogen. Macht die Sache auch nicht besser. Ziemlich genau in dieser Gegend sind wir jetzt in dem Bereich, wo unter uns die Bahn durchfährt, durch den Wienerwaldtunnel. Das heißt also, die Westbahnstrecke ist ja als Hochleistungsstrecke ausgebaut worden und da soll also ein sehr langer Tunnel errichtet werden, um den Wienerwaldabschnitt zu umgehen. Den Wienerwaldabschnitt, den dürfen wir heute erleben, wenn wir von Reckerwinkel nach Haus fahren, weil wir gondeln dann da mit der Schnellbahn den ehemaligen Verlauf der Westbahnstrecke entlang. Und wer es schneller haben will, der muss unter uns durch. Die Markierung gewinnt an Motivation, weil es da drüben nämlich steil bergan geht. Es ist aber für uns, glaube ich, nicht gemeint, sondern wir können da auf diesen Pfad hinein. Das ist da wieder einer dieser ganz herrlichen, stillen Waldabschnitte. Sieht da ziemlich alter Bestand, ziemlich licht, nicht komplett ohne Unterwuchs in diese Richtung da. Also, Wienerwald ist schon auch was total Nettes. Zum ersten Mal seit langem ein 404-Schild bzw. eine 404-Markierung, wo das händisch geschrieben ist. Habe ich eigentlich auf dem Weg fast noch gar nicht gesehen. Wir nähern uns einer riesigen Menge an Wegweisern und Markierungen. Also da vorne ein kleiner Mast, wo der Einser drauf ist und fast auf jedem Baum ist irgendeine andere Markierung drauf. Wir sehen da im Hintergrund Alhang und Wilfersdorf, wer grün markiert, das heißt also das quert uns da. Und da wäre der Weg 45. So, jetzt nochmal, wir kommen also da her und wir können nicht nach links. Wir können nach rechts, Karten lesen müssen wir können. Man darf also nicht diesen grünen Markierungen da folgen, da geht es nach Alhang hinunter, sondern da oben drauf. Und das Gemeine ist, dass der 404er ganz genau einen Baum zu spät ist. Ja? Es ist genau der eine Baum, der mir gefällt hat. Also, da blöd ist nämlich deswegen, weil es ist auch rot-weiß-rot in die andere Richtung markiert. Und das hat mich jetzt wirklich extrem verwirrt. Wieder eine Querung. Querung ist wirklich eine Querung, also geht da geradeaus weiter hinauf. Diesmal auch vernünftig markiert. Da brauche ich jetzt kein 404-Schild,
Weil da gibt es die einzige rot-weiß-rote Markierung und die führt halt in diese Richtung, da passt es wieder. Da gibt es tiefe Gruben und zum Glück aber kann man da nach rechts ab. Da vorne schön markiert geht es nach links weiter. Also der Weg bemüht sich sehr, es uns einfach zu machen. Ja, wir haben also die Vorstraße wieder gewonnen und damit geht es in Richtung Riederberg. Jetzt relativ rasch, da wird es jetzt keine Zweifel mehr geben, glaube ich. Das ist schon ein Pfeil. Wo geht der Pfeil hin? Da ist eine Markierung. Wir können ja unmöglich wollen, dass man da aber reingeht, oder? Nein, machen wir nicht. Wir gehen da vor, gell? Da vorne, wo der Wald so ausschaut, da ist jetzt Waldheim. Und da geht es kurz einmal wieder hinaus auf den Asphalt und durch diese Siedlung durch. Und dann sind wir gleich beim Riederberg, queren dort die Straße und verschwinden auch wieder im Wald. Also sensationelle Infrastruktur. Hier haben wir mich. Beim Gasthof zur Riederberghöhe einen Zebrastreifen. Da kann man drauf drücken und dann tatsächlich kriegt man als Fußgänger grünes Licht. Schon weit waren wir Weg 404 75 am Riederberg hinter mir, die Bundesstraße, und deswegen bewegen wir uns so schnell wieder davon weg. So, da dürfen wir jetzt die Forststraße wieder verlassen. Man hört den Verkehr vom Riederberg immer noch. Und da ist jetzt der Troppberg angeschrieben, das ist unser nächstes Zwischenziel. Das werden wir jetzt in ungefähr einer Stunde erreichen, schätzungsweise. Na, schau, Licht, aber keine Sonne. Nur Licht und goldene Blätter. Da sagen sie Fuchs und Hase, im wörtlichsten Sinn gute Nacht. Wir kommen vom Troppbergweg und da vorne ist alles angeschrieben, was uns interessiert. Die Klosterruine in Blau hinunter wollen wir nicht. Wir wollen zum Troppberg und 404, das historische Schild oben, ist auch noch immer da. Also bitte. Ja, und Rieder am Riederberg, schau, wie hat man doch mehr waren am Riederberg. Offensichtlich gibt es da tiefer gelegenes Rieder noch. Und Weitwanderweg 404 gibt es auch einen modernen. Na, das ist, lässt doch hoffen, oder? Ja, da gibt es eine Murzstrom-Waldautobahn, die sich da hinaufzieht. Wir sollen aber da laut den Wegweisern, die zahlreich vorhanden, nach links hinauf. Ja, das ist aber fast genauso eine Waldautobahn. Also das ist spannend. Da ist wirklich, da können zwei LKW problemlos aneinander vorbeifahren. Sehr günstig. Also wenn man von dieser Seite sich nähert, dann ist der Wegweiser genau verkehrt herum. Aber man muss nach links. Da ist jetzt wieder mal was angeschrieben. Weitwanderweg 404, wo wir herkommen, und Weitwanderweg 404 oben, wo wir hinkehren. Die große Troppbergrunde bitte nicht abschrecken lassen. Ja, 4,5 Stunden wäre die ganze Runde. Zum Troppberg ist es bitte lang nicht mehr so weit. Ah, da wieder hat man prächtige alte Buchen. Da oder zum Beispiel auch hier. Man sieht, dass das Wurzelwerk anschaut. Und einen ganz einen tollen Wald. Es ist halt immer noch trüb. Und wiederum ist es ganz, ganz einsam. Wir erreichen da eine schöne Waldwiese mit einer Kreuzung. Und wer mag am Bankerl. Und außerdem jeder Menge Wegweiser. Und nicht nur hier, sondern auch am Ende von der Wiese wieder. Wir müssen über die Wiese drüber. So, da, Troppberg. Da hinein, nach links. So, da gehen wir jetzt in einen kleinen Graben und drüben geht es wieder steil bergauf. Da fließt sogar ein bisschen Wasser. Oh, der Wald öffnet sich und plötzlich ist der Troppberg nur mehr 35 Minuten entfernt. Noch kaum 3 Minuten. Also, wir wandern hier hinüber und da vorne tut sich ein Wiesel auf. Es liegt aber leider auch im Nebel. Wiederum eine Batterie an Wegweisern, da muss ja in jede Menge Gegend gehen.
auf der Wiese. Ganz hübsch. Heute ist ja besseres Wetter verdient. Mit mehr Aussicht. Und wir haben da jetzt quer über den Acker drüber einen weiteren Wegverlauf. Ganz eine mystische Nebelstimmung wieder. Ja. Man kann von der Landschaft nur schemenhaft was erahnen. Ja, da wäre es sehr still, sehr einsam. Und ganz interessante Abwechslung zwischen halt einer Ackerfläche, Wiesen, so kleinen Waldinseln. Ach, das ist schon sehr nett da. Da an einer unauffälligen Stelle gibt es einen Wegweiser. Der ist nicht sehr prominent markiert. Sagt uns aber, dass da zum Troppberg gehört. Also da geht es dann in den Wald hinein. Die Atmosphäre hier hat was ganz was Mystisches. Da sind wir jetzt nämlich wieder im Nebel drinnen. Und das ist irgendwie so, als ob es überhaupt keine Welt dahinter gäbe. Da hat es einen riesen Baum umgeschmissen und da oben drüber, weil es anders gar nicht mehr geht, da hat es gleich mehrere umgeschmissen. Der Weg ist ursprünglich gerade ausgegangen und es hat jetzt durch diese großen Stämme verlegt und hat sich eine Ausweiche herumgebildet. Da. Die aufgehobenen Wurzelteller. Ja, das sind ganz schöne Dinger. Und wir fahren da weiter und da jetzt auf diese Anhöhe hinauf, wo es da lichter wird. Und dann befindet sich links von uns der Troppberg. Da ist jetzt dieser Sattelpunkt erreicht. Und da hinauf, markiert, geht es jetzt auf den Troppberg in 10 Minuten. Und da Jakobsweg-Klosterruine, Weitwanderweg 404. Das ist aber der, wo wir herkommen. Angesichts des Nebels werden wir uns die 10 Minuten auf den Troppberg jetzt einfach sparen, weil ja. Ich glaube, das bringt niemanden was. Da im Abstieg vom Troppberg ist es ein bisschen felsig, beziehungsweise hat man Steine am Weg. Das muss man aufpassen, dass man nicht rutscht, sondern nicht so schlimm wie die Wurzeln. Und jetzt hat man das Gröbste schon fast geschafft. Es ist beeindruckend, was man da zum Teil für Wurzelteppiche hat. Ah, da. Mal schauen. Riesenverwurzelungen da. Lebensregion Biosphärenpark Wienerwald, Kernzone Troppberg. Und der ganz versteckte und verschämte alter Wegweiser Gasthof Rieger und Recker Winkel. Zum ersten Mal angeschrieben. Und da drüben. Dann ein bisschen modernere Wegweiser und die führen uns mit ziemlicher Sicherheit mit dem Pfeil da hinein auch zum Gasthof Rieger, oder? Wir haben da jetzt einen Abschnitt, wo es wirklich fast ganz eben dahin geht, auf so einem erdigen Weg, den man befahren könnte, und nähern uns unaufhaltsam dem Gasthof Rieger. Wenn man diese Wiese da erreicht hat, ist man ganz in der Nähe vom Gasthof Rieger. Der ist da vorne über diesen Buckel da. Also gleich dahinter sieht man das Dachl von oben. Und da wird es jetzt für uns Zeit, vielleicht einmal auf ein Heißgetränk einzukehren. Nach einer kurzen Rast beim Gasthof Rieger geht es jetzt da für uns nach links weg. Die größere Erhebung, die wir uns noch fast vollständig geben, ist der große Stiefelberg. So, man glaubt das kaum. Tatsächlich haben sie die Nebel ein bisschen gelichtet und man hat zum ersten Mal eine Ahnung von der Landschaft. Wirklich nur immer eine Ahnung, aber zumindest mal eine Ahnung. Da oben Weitwanderweg 404. Ja, also da drüben ist die richtige Markierung. Auf diesem Wegabschnitt nach dem Gasthof Rieger geht es am Anfang nur noch entlang einer Wiese aussichtsrechter hin. Es fällt aber gleich wieder in den Wald hinein. Das heißt also, die Gelegenheit da hinaufzuschauen, muss man rechtzeitig nutzen. Wir erreichen jetzt eine neue Wiese, wo der Weg geradeaus drüber geht.
Und da befindet sich der Gasthof Mirli drauf. Jedenfalls laut Karte. Mirli, da bin ich schon gespannt, was das ist. Jetzt mit ein bisschen mehr Aussicht macht die Geschichte gleich ein bisschen mehr Spaß. Jetzt kann man nämlich endlich einmal ein paar zeigen von der Landschaft des Wienerwalds. Es ist zwar weit weg von sonnig, damit wird es vermutlich heute auch nichts mehr. Trotzdem, sobald man mal zumindest zur nächsten Hügelkette ziehen kann, ist das schon ganz was anderes. Also wenn es nur Grautöne gibt. Also irgendwann einmal hat sich diese mystische Waldstimmung auch abgenutzt. Gut getan, der Hochstand auf dem Baum da drüben, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Da würde ich immer mehr draufsteigen. Ja, diese Anhöhe hinter mir da, die haben wir sich erspart. Und da vorne kommt der Wegverlauf auch wieder zusammen. Und das scheint der Parkplatz zu sein vom Gasthof Mirli. Aber ich glaube, da tut sich nichts mehr. Auch der Automat da ist leer. Droppbergrunde und so weiter, Bahnhof unter Dullnerbach. Wie schaut es da drüben aus? Ja, unter Dullnerbach und Recklerwinkel. Blau. Ja. Bei dieser Aufzeigung da aufpassen, Wilhelmshöhe, Dullnerbach will man nicht, sondern wir wollen dem blauen Pfeil folgen, der ist aber da hinten schon ziemlich gut versteckt. Da ist ein bisschen bessere blaue Markierung. Wir kehren da geradeaus noch drüber. Auf diesem Pfad, der da am Waldrand entlang läuft. Zum ersten Mal hat man halt wirklich ein bisschen einen Einblick, wie es da so ausschaut. Und augenfällig ist, der Wienerwald ist wirklich sehr waldig. Da ist überall Wald. Wald. Und noch mehr Wald. Und kaum einmal irgendwelche Wiesen oder Äcker drin. Das hat man heute im Wegverlauf eh schon erahnen können, aber da waren wir halt mitten im Wald die ganze Zeit. Und jetzt auch, wenn wir mal aus dem Wald heraustreten, dann ist das Gleiche. Also der Wienerwald hat seinen Namen verdient. Und da ein Schild: Stiefelberg, 40 Minuten, Reckerwinkel, 1,5 Stunden. Aha, schau, ein Schild. Österreichischer Weitwanderweg 04, Voralpenweg. Weist uns da über die Straße drüber. Und da vorne hat man Reckerwinkel, ab jetzt in Rot. Und Römergraben, begraben lassen wenn wir uns noch nicht, oder? Aber wir sind auch keine Römer. Also der Abschnitt da ist bis zur Straße vom Gasthof Mirli, vom ehemaligen. Der ist jetzt landschaftlich nicht so das Highlight. Da ist ein ziemlich hässlicher und zum Teil ein ziemlich gatschiger Forstweg gewesen. Da werden wir das Filmen dann bis auf ein paar Eindrücke von dem, was noch alles blüht zu so einer späten Jahreszeit eigentlich dann gespart. Und jetzt sieht es da zumindest ein bisschen freundlich aus. Man hält es kaum für möglich, aber der Weg zum kleinen und großen Stiefelberg verläuft über eine Forststraße. Wer hätte das vermutet? Die Forststraße. Die ist da so angelegt, dass man gerade keine Aussicht hat. Man hätte auch sonst keine Aussicht, hat meine Mama richtig angemerkt. Das liegt aber am eher ungünstigen Wetter. Der Wald selber, da hinter uns finsterer Fichtenforst. Da vor uns Buchenmischwald. Sieht schon ein bisschen besser aus. Und es geht aktuell ohne viel Höhenverlust dahin, bevor man dann den Anstieg hat auf den kleinen und schließlich den großen Stiefelberg. Und das sind jetzt wirklich hübsch die allerletzten Erhebungen, auf die wir da hinauf müssen. Und da haben wir ein paar Zaungäste, beziehungsweise vermutlich sind eher wir die Zaungäste. Ja, die Pferde sind da daheim. Direkt nach dieser Weide geht es aber von der Vorstraße ab und da in einen, so einen Maschinenweg hinein. Der ist aber nicht sonderlich viel mehr befahren, da ist mit der Maschine momentan nichts. Und umso bequemer ist es zu begehen, das ist mir da ganz angenehm. Es ist sehr feucht und trotzdem ist da überall auf dieser Etappe eigentlich fast, bis auf wenige Ausnahmen, der Boden mit einer sehr dankbaren Konsistenz. Also ich habe das in der Früh schon bemerkt, wie wir noch von Unterkirch weggegangen sind, weil ich gesagt habe, da bin ich diesen Abhang hinauf, das ist eigentlich sehr trittfest und das schmiert sich nicht. Und das diese besondere Boden, der zieht sich eigentlich da bis daher fast durchgehend durch, mit einzelnen Ausnahmen.
Dann, kleinen Stiefelberg geht es jetzt da in den Wald hinein. Da sieht man vorne die Markierung. Und kommt da schon auf einer ziemlich verwahrlosten Wegtrasse daher. Und das, was sich da vor uns auftut, da erkennbar, das ist dann bereits der große Stiefelberg. So, 04. Wir kommen von da hinten heraus und müssen da vorne nicht ganz hinauf. Hoffentlich. Da ist dann nämlich schon wieder ein Pfeil. Dann schauen wir uns diesen Pfeil einmal genauer an. Der Pfeil sagt uns dann, wir müssen nach rechts. Schau. Wir müssen da nicht direkt hinauf, sondern wir müssen da hinein. Dann geht es für uns nach rechts. Das ist da ein riesen Forstautobahn da oben. Schauen wir mal. Wahnsinn. Da ist deutlich bescheidener. Ja. Sieht man da eine Lichtung, die auch noch mal ein bisschen gatschiger war. Aber nichts Schlimmes. Und die wird auch sehr bärenreich. Aber da ist schon alles abgeerntet. Beziehungsweise sicher schon alles überreif gewesen. Also, wer da schmausen will, muss ein bisschen früher im Jahr dran sein. Stechen dann so allerdings immer noch. Und von aller Weiten hat man da schon diese Markierung gesehen. Und auch dahinter die. Jetzt haben wir fast auf der Anhöhe schon angelangt, die zum großen Stiefelberg mündet. Kleiner Wandergefährte ist da. Wir tun da aber nichts. Brauchst du nicht fürchten. Der rutscht auf den Baum. Ist lieb. Da vorne würde man jetzt auf diese Schneise treffen. Beziehungsweise auf eine der Abzweige von der Schneise. Und schaut, da hat man einen Schopfdinkling. Der fängt da unten schon so schwarz hin an und zerfließt. Irgendwann einmal schaut er dann nicht mehr so aus. Sieht man, dass da unten der Pilz schon hinuntergetropft ist. Schopfdinklinge im jungen Zustand wären essbar. Aber wenn sie so ausschauen, dann lassen wir die Finger davon. Und wir können aber bei dieser Schneise drüber. Und da wiederum gut markiert in den Wald hinein. Da ist der Wald verhältnismäßig lichtdurchflutet und grasbewachsen. Lichtdurchflutet vielleicht nur an einem wesentlich sonnigeren Tag wie jetzt. Und die Anhöhe da zu meiner Rechten, wo ich die Kamera hinrichte, das ist jetzt der große Stiefelberg. Unser Weg, der lässt sich ein bisschen rechts liegen und erreicht da vorne seinen höchsten Punkt und ab dann geht es nur mehr hinunter in Richtung Reckerwinkel. So, wir erreichen diese Wallstraße, die über den Stiefelberg drüber gegangen wäre und wenden uns nach links aus auf diese Wiese und am Ende dieser Wiese geht der Abstieg los in Richtung Reckerwinkel. Das heißt, also da ist also ein Windschutzgürtel dazwischen und am anderen Ende, das was man in 10 Minuten ungefähr erreicht, geht es dann nur mehr hinunter. Ich habe einen sehr schönen Blick. Einzig und allein. Es gibt nicht wirklich viel Blick. Wenn ich das genießen möchte, hier gab es eine Bankerl zum Rasten. Aber Rasten jetzt mit vielleicht 25 Minuten zum Bahnhof ist vermutlich auch nicht mehr wirklich nötig. Das heißt also, so weit die Füße tragen. Auch wenn man da Aussicht auf die Wiese bekommt, man geht da hinter diesem Heckengürtel. Ja, Hecke ist ja nicht wirklich, aber. Es ist doch ziemlich zusammengeschnitten. Was ist das? Heimbucher, ne? Also da hinter diesem Gürtel noch dahin. Von der Wiese abgeschottet. Man macht da auch schon neben der Wiese unauffällig ein paar Höhenmeter. Das ist sehr günstig. Damit wird der Abstieg nach Reckerwinkel dann nicht allzu steil. Er wird trotzdem noch wesentlich steiler als da. Aber da soll man dann auch nicht hudeln, weil das ist nicht notwendig, dass einem auf die letzten Meter zum Zug noch irgendwas passiert. Auch eine Stunde später fährt noch ein Zug. Zu guter Letzt kommen wir doch noch auf das Wiesel hinaus, beziehungsweise zumindest da noch auf einen Forstwegabschnitt. Da ist ein kleines Hausal herüben,
und bei uns geht es da weiter. Jetzt hat dieser Weg noch eine Überraschung am Schluss, denn es kommt noch einmal das böse G-Wort ins Spiel, Gegenanstieg. Das ist aber so wenig, dass man das auf der ÖK50 gar nicht mehr sieht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da überhaupt noch eine Höhenschichtlinie kreuzen. Wir erreichen noch einmal ein Winsel und da vorne ein Aussichtsbankerl und weiters eine Hochspannungsleitung. Und bei der Hochspannungsleitung, da darf man eigentlich schon gar nicht mehr drunter kehren, sondern da muss jetzt eigentlich in Richtung Reckerwinkel hinuntergehen. Und da ist es auch schon, Reckerwinkel, Bahnhof, mit gelb angezeichnet. Ja, so hinüber, da gelb, gelb. Schauen wir mal. Ja, genau, gelb. Jetzt sieht man zwar noch nicht den Bahnhof vor uns, aber zumindest sieht man einen Weg. Also, da schlagen wir uns jetzt in den Wald hinein. Und schon haben wir ein schönes Wegerl gelb markiert zum Beweis. Und man kann unten schon hören den Verkehr. Ja, da sieht man schon ein bisschen durch die Bäume was durchschimmern. Und tatsächlich ist man da dann schon fast im Reckerwinkel. In Reckerwinkel trifft man dann auf diese Fahrstraße. Und da geht es nicht da drüben zum Bahnhof vielleicht, sondern nein, da geht es da geradeaus hinunter zum Bahnhof. Wir haben es jetzt zum Bahnhof geschafft. Also diese kleine Fahrstraße da, die geht direkt hier in die Bahnhofstraße hinein. Der gelben Markierung folgen ist ganz unkritisch. Und dann hat man da unten das Bahnhofsgebäude in Reckerwinkel. Und damit endet für uns die zweite Etappe des Wienerwaldweitwanderwegs. Vom Bahnhof Reckerwinkel, Bahnsteig 2 in Richtung Wien zurück. Wir haben es geschafft von der zweiten Etappe auf dem Wienerwald-Rundwanderweg. Insgesamt eine total nette Etappe, wenn man denn was gesehen hat, früher als um 15.30 Uhr ungefähr. Konditionell nicht sonderlich fördernd. Ja, man kann ganz problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und da wieder abreisen. Es ist wirklich tagfüllend, das geht sich ganz genau aus. Und von daher bleibt mir nur mehr zu sagen, ich bin Fahrt dabei und weiter geht's für euch hoffentlich auf der dritten Etappe vom Wienerwald Rundwanderweg. Oder falls nicht, vielleicht sieht man sie mal auf einer anderen Tour. Der Ampelpfad ist noch genau unter so so der Sonnenuntergang, möglicherweise, ist der Nebel dann weg. Ja, gehen wir weiter, oder? Bevor uns der Fahrt wird. Das ist eine Riesenlacke, da braucht man schon Jausen, dass man da mal rumkommt. Droppberg in 45 Minuten, Droppberg in 50 Minuten, schau. Spannend, der Pfeil, der kann uns mal. Schaut, die Sonne lacht uns. Das ist doch einmal sehr freundlich. Ne? So, tut gut, Wanderwege, Route 2, Route 3 ist ein bisschen nichtssagend. Wir schummeln jetzt ein bisschen. Da auf dem Baum steht Halt, küssen. Das müssen wir probieren.